Jo Leute, was geht? Rob hier zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Showdown und ihr könnt hier auch schon das Team sehen, das wir heute benutzen werden. Und zwar ist das, was wir in der letzten Folge, glaube ich, erstellt haben. Mit Mega Glurak Y, ne, vorletzte, genau. Cesurio oder letzte? Ne, vorletzte. Egal. Demeteros, Latias, Pixie und dem Rotom. Und genau, wir hatten ja die Änderung vorgenommen, dass wir das Serperior rausgenommen haben, also Serperior Royal und dafür Cesurio rein. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt in den ersten Kampf. Wir sehen hier als potenziellen Lead. Ja, was sehen wir? Knackrack oder das Tentantle? Lieber mit Rotom, erleben mit Chandelure. Ist gut für uns. Können wir für Hydro-Pumpe gehen? Er endet über tanken wir auf jeden Fall, wenn wir Hydro-Pumpe treffen, was wir auch tun. Dann ist das Chandelure down. Und jetzt denke ich, kann Weavile, genau. Was haben wir gegen Weavile? Landorus. Nee. Charizard theoretisch. Ich überlege, ob wir Rotom down gehen lassen können. Ist gefährlich. Ich denke, es wird ein Knock-Off kommen. Ich gehe mal auf Glurak. Ich weiß aber nicht, ob das so ein guter Play war von uns, ehrlich gesagt. Aber werden wir gleich sehen. Ja, Knock-Off kommt. Können die Mega-Entwicklung und für Roost gehen? Ich glaube, das ist unser Play. Könnte auf Gardevoir gehen. Ja, geht auf Gardevoir. So, allerdings haben wir jetzt unseren Mega-Glurak draußen. Und wir kalken mal. Wie viel das Gardevoir genau macht. Charizard Y gegen das Gardevoir. Sagen wir, es ist mega. Nicht viel, außer mit Psyshock. Wir machen mit Fireblast 85%. Wir machen mit Fireblast 85%. Und wir müssen den Fireblast. Geht für T-Bolt. Dann gehen wir auf Landorus. Obwohl, wir können uns roosten. Wir gehen für Roost. Gehen wieder für T-Bolt. Dann können wir auf Landorus. Er ist gescarved. Oder er muss. Ne, er muss Choice Back sein, weil wir waren schneller. Wir gehen für U-Turn. Blastoise kommt rein. Kriegt guten Schaden. Killt Latias aus dieser Range? Ich glaube nicht. Latias defensive. Ihr könnt es gerade gar nicht sehen, sorry. Aber du Rapid Spin. Nee, bei weitem nicht. Können hier aber Clefable rausholen. Und für Toxic gehen. Das ist mega Turtok. Interessant. Da kommt Toxic. Oder Toxin. Und Guardjump. Interessant. Könnte Iron Head haben.
könnte Iron Head haben. Ein Poison Jab, okay, auch interessant. Life Orb. Können wir auf Knock-Off, um den Life Orb abzuhauen, abzuschlagen? Und dann wieder auf Cliff. Ah nein, nicht auf Cliff, auf. Auf was gehen wir? Wir bleiben drin, Lando. Hau nochmal ein bisschen Schaden raus. Geht für die Drachenklaue. Bisharp kann reinkommen. Können auf Schwertanz. Tentantel kommt rein. Okay, das war eigentlich zu erwarten. Gehen wir auf Rotom. Falls er für die T-Wave geht oder für Leech Seed, ist beides okay. Können hier nämlich Pain Split drücken. Ein guter Play von ihm. Definitiv guter Play. Geht für die Drachenklaue. Jetzt können wir Pursuit klicken. Er geht auf. Ah, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir bringen die Sonne raus. Und drücken Solarstrahl. Ja, bei uns sind nur drei Pokémon down und wir haben nichts gegen. Ja, gegen einiges. Warum ist er hier für Erdbeben gegangen, frage ich mich. Also was könnte reinkommen? Gardevoir? Blastoise. Wie viel Schaden machen wir mit Solarstrahl? Ja, wir killen. Ich weiß nicht, ob der Crit gemattert hat. Wenn ja, dann sorry auf jeden Fall an den Gegner. Also Tentantel stirbt. Weavile stirbt. Gardevoir muss reinkommen, ja. Gardevoir kommt auch rein. Wir werden sehen, was Gardevoir noch hat. Er wird jetzt nicht für Donnerblitz gehen wahrscheinlich. Ich denke, er geht für Psyshock. Ja. Geht für Psyshock. Switcht raus auf Pharaoh. Was erstmal okay ist, aber die Tarnstange rausbekommen. Alles clever. Glück gehabt. Ja, wir hätten eigentlich auf Latias gehen müssen. Der Play war so riskant. Ja. Egal, das Wichtige ist, dass wir uns jetzt hier erstmal hochroosten. Das war ein dummer Play von uns. Und jetzt drücken wir Fireblast. Und Pharaoh stirbt. Weavile wird reinkommen. Weavile sollte nicht viel Damage machen können.
Knockoff macht 54. Okay, Icicle Crash macht viel zu viel Schaden. Dann werden wir auf Clefable gehen. Fake Out kommt erstmal, was okay ist. Clefable. Moonblast macht 79% Moonblast killed. Ich glaube, wir sollten das Spiel gewonnen haben. Wir knocken Weavile aus. Gardevoir kommt rein. Ah, Magic Guard. Das war gut für den Gegner. Ah, Magic Guard ist nervig für uns, auf jeden Fall. Oh, es hat doch keinen. Es ist doch nicht Choice Garfed. Bekommen wir noch den Special Attack Drop. Gut für uns und ja, der Kampf müsste eigentlich gewonnen sein. Weil wir auf jeden Fall schneller sind als Gardevoir. Mit unserem Latias. Und auch mit unserem Glurak. Bekommen wir noch einen Special Attack Drop. Shadowball macht auch kein Damage, bekommt den Special Defense Drop allerdings. Bisschen ärgerlich, aber hier dürfte normalerweise nichts mehr anbrennen. Bekommt nochmal einen Special Defense Drop. Und bekommt nochmal den Special Defense Drop. Nice. Und jetzt bekommen wir den Special Attack Drop. Okay, langsam wird's nervig. Ja, aber Latias killt auf jeden Fall ab dieser Range. Vor allem sind wir ja schneller. Das heißt, wir gewinnen den Kampf. Und mach hinne. Auf was wartet er? I don't know. Naja, wir suchen uns hier sagen schon mal einen anderen Kampf. Weil hier wird ja nichts mehr passieren. Wir dürfen nur nicht vergessen, dann auf eine Attacke zu drücken, sonst timen wir aus. Wir sehen hier als potenziellen Lead Gengar. Wahrscheinlich. Eventuell auch Superior. Ich werde mal mit Charizard leaden. Okay, er leadet mit Gengar tatsächlich. Oh. Er hat eine Attacke gedrückt. Way. Gehen raus auf. Wir gehen mal auf Bisharp. Ich glaube, es kommt kein Focus Blast und da bekommen wir den Crit. Gewinnen das Spiel und können jetzt voll hier darauf konzentrieren, Shadow War kommt. Ist resistet. Können für Pursuit. Oh, nehmen das Gengar dann aus dem Spiel. Nice. So, Gengar down. Noch 5 mehr. Vulcanion kommt rein. Oder Azumarill. Für den Frohturm. Und kommt Belly Drum. Ein Superpower kommt. Superbowl und Life Orb sehen wir auch. Interessant. Und für Willow, ich denke nicht, dass er auf Vulcanion geht gegen einen Rotom.
Geht doch Manectric. Voltenso. Okay, und das ist auf jeden Fall mega Voltenso. Was gefährlich ist, weil wenn er für HP Ice gehen wird, können wir hier kein Lando einwechseln. Geht er für HP Ice, ist die Frage. Ich probiere es, ich riskiere es und gehe auf Landorus. Ah, er geht tatsächlich auf HP Ice. Guter Play vom Gegner. Das hätten wir nicht riskieren dürfen eigentlich. Hätten wir nicht riskieren dürfen. Wir hätten Lando noch gebraucht. Oh, das war nicht gut. Ja, vor allem er hatte ja nichts zu verlieren. Deswegen war es eigentlich sein bester Play. Weil wir hätten ihm auch nicht viel getan mit Rotom. Deswegen. Okay, hier kommt vielleicht ein Sub. Wir müssen drin bleiben. Im Fall dessen er für Delegator geht. Okay, Leaf Storm kommt. Oh, wir critten. Moonblast Crit. Clefable wird hier down gehen, womöglich. Nochmal für Moonblast. Ja, wir gehen nochmal für Moonblast. Er geht für Leaf Storm. Puh. Genau dafür hätten wir das Landorus noch gebraucht. Die Frage ist, wenn. Ja, wir gehen für Fireblast. Könnten auch für Solarstrahl gehen. Wobei wir eh schneller sind als Vulkanien. Okay, geht aber raus. Fireblast kommt, trifft. Und Solarstrahl sollte ausreichen. Solarstrahl sollte ausreichen, oder nicht? Fünfundvierzig bis 53%, genau wie Focus Blast. Okay, wir kriegen einen Roll. Nice. Manectric. Scheiß Name. Manectric kommt rein. Jetzt ist das Problem. Wir brauchen Glurak definitiv noch. Brauchen eigentlich. Geh nach Bisharp. Wir müssen Manectric irgendwie ausdauern. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das machen wollen. Die wollte nicht. Hydro betrifft zum Glück. Und Manectric wird nächste Runde auf jeden Fall down gehen. Falls er jetzt raus switcht, gehen wir für Volt Switch. Bleibt drin. Okay, Manectric geht down. Holen Latias rein. Gegen Dragonite. Geht rauf auf Azumarill. Ah. Wir kriegen einen Freeze. Kriegen den Freeze. Tut mir leid für den Gegner. T-Bolt nimmt Azumarill nicht raus. Aber der nächste Eis taut auf. Geht für Aqua Jet.
Okay. Jetzt ist die Frage. Superior kommt rein. Wir gehen hier nicht raus, wie gesagt, falls das Sub ist. Wissen wir immer noch nicht genau. Ein Leafster macht uns nichts und Superior sollte jetzt dadurch auch down gehen. So ist es. Dragonite, wie viel macht Extreme Speed? Wie viel macht Extreme Speed? Wir sind schneller, aber falls er für Dragon Dance geht. Okay. Extreme Speed nimmt uns eh aus dem Spiel. Mega Charizard gegen Dragonite. Es ist All You Dragon Dance höchstwahrscheinlich. Wir müssen mit Fireblast treffen. Ja, wir haben den Kampf wahrscheinlich verloren, weil er jetzt für Outrage gehen kann. Ja, und er ist schneller. Geht für Extreme Speed allerdings. Ja. Okay. Er hätte sie eigentlich für. Vielleicht hat er keine Outrage drauf gehabt. Allerdings hätte er Outrage und. Ja, definitiv Two-Hit-KO'd. Aber naja, okay. Wir gewinnen hier den nächsten Kampf. Und ich würde sagen, wir machen noch einen. Das ist der letzte Kampf. Will ich hier definitiv mit. Obwohl. Können mit Landorus leaden. Sein Terrapender hat auf jeden Fall den. Wie heißt. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Staffette drauf. Hundertprozentig. Gehen wir direkt für Knockoff. Toxic kommt, ist okay. Gehen wir nochmal für Knockoff. Protect kommt. Und. Ich gehe auf Rotom. Er geht trotzdem für Sub. Wow, okay, er geht für den Sub. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Ich dachte, er macht es davor, aber okay. Also geht das auch klar. Ich glaube, es war kein guter Play von uns. Ja, Orc Blast kommt nämlich. Jetzt hätte ich es geahnt. Können hier für den U-Turn gehen. Und mit dem U-Turn auf Rotom. Bullet Seed sollte nicht viel Damage machen. Ja. Außer er trifft fünfmal. Außer er trifft ja eh fünfmal. Sorry. Burn. Nice, nice, nice. Gehen auf Pain Split. 2, 3, 4. Und plus Crit. Er hat zweimal sogar gecrittet. Interessant. Den nächsten tanken wir auch und mit einem Wall Switch plus Burn sollten wir Heracross rausnehmen können. Und so ist es. Und können dann auf Landorus.
Scorlipede kommt rein. EQ nimmt Scorlipede auch raus. Jetzt wird Talonflame reinkommen. Azumarill kommt rein. Ist auch okay. Azumarill macht uns einige Probleme. Haben wir bereits festgestellt. Die Frage ist nur. Ja, wir gehen auf Clefable. Belly Drum. Belly Drum Azu. Nicht gut. Aqua Jet killt. Belly Drum Azu ist so ein klitzekleines Problem für uns. Aqua Jet killt nicht. T-Bolt nimmt dann Azu aus dem Spiel. Hätten wir besser spielen müssen eigentlich. Haben trotzdem noch eine Chance zu gewinnen. Talonflame kommt rein. Brave Bird tanken wir nicht. Gehofft, dass wir es tanken. Leider nicht. Gehen raus auf Landorus. Vielleicht. Ja. Wir können Rotor noch ein bisschen aufheben. Gewinnt Rotom uns jetzt das Spiel? Ich glaube allerdings, ehrlich gesagt, nicht. Weil Handel schneller ist als unser komplettes Team. Und eine Hydro-Bombe nicht ausreichen wird. Ah. Reicht leider nicht aus. Und damit war es das. Ich glaube, zwei gewonnen, eins verloren. Oder drei gewonnen, zwei verloren. Irgendwie sowas. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Teamvorschläge, Kritik und sowas auch einfach gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, tschüss und adios. Euer Rob.